Empower heißt das neue United Kids Foundations Projekt, mit dem Hauptschülerinnen und Hauptschüler fit für die Berufsausbildung gemacht werden. An 8 Wochenenden Workshops werden Schlüsselkompetenzen und Grundwerte vermittelt, sowie berufs- und betriebskundliche Kenntnisse vertieft. Das in diesem Jahr in der Region Braunschweig-Wolfsburg gestartete Projekt soll sukzessive ausgebaut werden. Seit 2006 ist es bereits in Nürnberg etabliert und wartet mit überzeugenden Fakten auf. Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler der dortigen Metropolregion haben bisher die Workshops absolviert. 90% davon haben eine Lehrstelle gefunden oder eine weiterführende Schule besucht. Der Notendurchschnitt der Teilnehmer hat sich um 1,3 Noten verbessert. Schülerpower erhöht die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erheblich. Die erfahrenen Pädagogen und Trainer sorgen dafür, dass die Jugendlichen in homogenen Gruppen intensiv gecoacht werden. So lernen die anfangs zurückhaltenden Jugendlichen, Selbstvertrauen zu schöpfen und merken, dass sie viel mehr können, als sie sich trauen und als ihnen zugemutet wird. Pro Wochenende wird eine Berufsgruppe mit Betriebsbesuchen oder praktischen Übungen vorgestellt. Die Hauptschüler sollen so in die Lage versetzt werden, eine fundierte Berufswahl treffen zu können. Im Mittelpunkt des Abschlusswochenendes der ersten Bravo-Gruppe in Wedemark standen Gesundheitsberufe. Unter anderem lernten die Jugendlichen dabei, Blutzucker oder Blutdruck zu messen. Ermutigt hat die Jugendlichen insbesondere auch Schülerpower-Initiator Erich Schuster. Der erfolgreiche Unternehmer schilderte seinen Weg vom Hauptschüler zum Inhaber eines großen mittelständischen Unternehmens. Er riet den jungen Menschen, sich vor allem Ziele zu stecken, um sich selbst eine gute Lebensperspektive zu erarbeiten.